Willkommen zurück in Manor. Wir haben in der letzten Folge hier dieses, was soll man sagen, ein Plateau gebaut? Nee, das ist ja kein Plateau. Diesen Platz haben wir einfach gebaut. Mit einer Universität und nochmal einem College. So, und das könnten wir jetzt nochmal mit einem Fußweg verbinden. Müssen wir jetzt mal gucken. Nämlich hier so hin. Der geht jetzt runter. Und geht hier vorne an die Straße dran. Der Fußweg von hier geht hier rüber und dann dort dran. Ja, das ist gut. Wie sieht denn. Jetzt mal von oben gucken. Ah, das kann man vielleicht da gar nicht hinsetzen. Doch, immer. So. Ah, nee, müssen wir nochmal gucken. Habe ich leider ein bisschen blöd angefangen. So. Das ist super rutscht. Ja, ein bisschen. Finde ich jetzt aber gar nicht schlimm. Ja, dann haben wir da so nochmal so einen kleinen Weg, der da rüber führt. Und jetzt könnten wir eigentlich auch noch da drüben ziehen. Auf 10 hoch. So kommen wir ran. Kommen wir hier überhaupt rüber? Nee, ne? Ah, das wäre jetzt natürlich blöd, ne? Können wir hier über die Straße gehen? Nee, auch nicht. Und dann versuchen wir es doch mal ganz anders. Von hier weg runter den Boden hier rüber und hier einfach wieder hoch so 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 gehen wir dann hier dran. Auch gar nicht so blöd, oder? Ich weiß halt nur nicht, ob es genutzt wird. Wir könnten. Hier, das hier nutzen sehr ganz schön viel. Da kommen wir aber nicht dort rüber. Ah, wir könnten. Ganz schwierig werden. Okay, wir machen erstmal die Hälfte hoch. Ach, Mist. Ja. Ja, genau das passiert, was ich eigentlich nicht haben wollte. Jetzt müssen wir die Geschäfte hier neu setzen. Und dann muss. Ja, was mache ich denn hier überhaupt? Das war ja gerade komplett verloren. Nur hier einfach jetzt hier unten lang gehen. Hier hin vielleicht. Gehen wir hier mit 10 hoch. Funktioniert das nicht? Zu steil. Hey, guck mal, da geht's doch. So. Krass. Funktioniert. Hätte ich nicht gedacht.
Okay, ich glaube, das wird hier nichts. Nee. Schade, okay. Boah, nee, eigentlich ist das hier komplett unnötig. Das hier auch. Wir können ja einfach hier so machen. Hier wieder runtergehen. Und hier dran. Gut, da ist jetzt ein bisschen verrutscht. Das können wir dann nochmal machen. Nee, das war jetzt auch nicht so gut. Versuchen wir es nochmal. Genau so. Oh Gott, das wird nix. So. Das ist richtig. Das war ein Weg hier. So. Okay. Ist gut. Hier. Oder noch? Nee, wir lassen es erstmal so und gucken, ob es überhaupt erstmal so funktioniert mit den ganzen Wegen. Der Bogen, ich weiß nicht, ob der mir gefällt. Aber den versuchen wir nochmal anders. Einfach gerade. Ja, auch okay, würde ich sagen. Hier, die Geschäfte funktionieren ja. Die müssen sich nur aufbauen. Okay. Haben wir ja hier noch eine kleine freie Fläche für die Bibliothek. Sehr geil. Sieht es denn überhaupt gerade aus mit der Bildung? Grundschule ist gefragt. Okay, wo denn überhaupt? Ja, eigentlich hier drüben, ne? Ja. Hm. Bin schon schlecht für euch, ne? Oh, bauen wir hier noch eine mit dran? Um auf dem Berg nicht, oder? Schwierig, schwierig. Können wir nicht erstmal sogar die Schulen ausbauen, die wir haben? Hm. Zack. Hier. Zack. Wie sieht's denn jetzt aus? Ein bisschen besser. Aber hier muss auf jeden Fall noch eine Grundschule hin. Warum passt das hier nicht? Ja, nur wegen dem Weg, ne? Ich bin sehr entspannt. Dann weg damit. Grundschule hier hin. Oh, was ist denn hier passiert? Ja, darüber müssen wir eigentlich gar nicht. Und ich glaube, ich möchte hier unterirdisch bauen. Das wäre jetzt halt hier vielleicht ein bisschen spannender. So, versuchen wir es mal. Hey. Das wird ja jetzt schon spannend. Okay.
Und ich glaube, das ist schon somit das Effizienteste, was wir hier an Fußwegen noch reinkommen haben. Also was hier alles noch hinkommt, keine Ahnung. Aber ich finde, wir haben das mit der Eisenbahn echt gut hier mit eingebunden. Hier unten könnten vielleicht auch noch so ein, zwei Sachen hin. Machen wir denn hier diese Fitnessplätze? Mal können wir hier das halt voll knallen. Oder halt. Und dass sie dazwischen sitzen. Das geht aber direkt unter der Brücke. Klassiker. Und hier drüben auch nochmal. Hier drüben nicht mehr. Hier kommt dann Fitness hin, oder? Zack, zack. Dann korrigieren wir nochmal. Der kommt da nämlich so hin. Dann kommt auch noch. Hier einer. Nein, das war blöd. Der darf ruhig wieder weg. Hier wieder einen hin. Und vielleicht ist das Schulgebiet hier. Also das ist halt wirklich ein krasses Schulgebiet. Hier ist ja wirklich alles vertreten eigentlich. Die Schule ist gleich auch recht voll. Haben wir damit die entlastet? Nee. Geht. Oh. Hm. Warum haben wir das eigentlich nicht hier rüber gestellt? Das ist irgendein Grund. Hm. Bin gerade nicht sicher. Ich glaube nicht. Lass uns das nochmal umstellen. Das ist ja nicht gut an die Straße ranbekommen. Ja. Hm, das muss halt selber platzieren. Genau so. Optimal. Ja, eigentlich den. Na, nee, haben wir nicht. Cool. Haben wir einfach vergessen, den Platz dafür zu lassen. Aber ist ja auch nicht schlimm. Weil hier kann ja eigentlich stattdessen Fußballfeld mit dran, oder? Mal hier. Nee, cool will er auch wieder nicht. Ja, da war der kleine Punkt. Hier. So. Doch ganz okay. Und dann können wir hier auch eigentlich ein paar Bäume setzen. Ich gehe einmal so drumherum hier zwischen. Machen wir alles voll hier. Ja, auch nochmal hier so ein bisschen. Genau, und am Wasser, da werden wir noch gucken. Das wird auf jeden Fall auch noch bebaut mit Häusern. Aber das lasse ich jetzt erstmal. Hm. Ja, hier hat sich was getan. Hätte ich die Ampeln weglassen sollen. So, ich hoffe, ohne Ampeln funktioniert das besser. Hier hat sich auf jeden Fall entspannt. Eine Abfahrt könnten wir hier rechts und links noch mit reinbauen. Suchen wir doch einfach mal. Wenn wir hier sagen, hier kommt man noch runter. Und fährt dann so rein. Aber man darf nicht nach links abbiegen. Genau, so. Und dann machen wir hier drüben mal genau so einen Schabernack. Nee. Das hier eventuell. Uiuiui. Mir anders vorgestellt. Oh ja.
müssen wir so und das so machen. Hier darf man dann auch nicht nach links abbiegen und wir müssen unbedingt den Zebrastreifen entfernen. Wobei doch da... Das muss bleiben. Das muss auch bleiben. Das ist nicht komplett blöd, was ich hier gerade gemacht habe. Hier haben wir keine Ampeln, hier ist aber einiges los, das ist sehr cool. Ich weiß nicht, sieht das gut aus mit den Häusern, das ist so ein... Das ist ein Kessel? Nee, ne? Das ist, glaube ich, gar nicht so schön. Wie sieht es denn aus, wenn wir hier Reihenhäuser noch platzieren? Das machen wir natürlich weg. Hier einfach Reihenhäuser hin und hier dürfen nochmal Shops mit dran. Ja, das kann noch ein bisschen blöde sein. Komm, wir setzen es leider fort. Genau, da bleiben die Parkplätze. Hier die Shops gesetzt? Ja, sehr gut. Oh, jetzt ein Problem, nee, ne? Wie zufrieden sind die denn hier? Oh, das ist gut. Die sind richtig zufrieden in meiner Stadt. Ich klinge leicht überrascht, weil ich es auch bin, tatsächlich. Das ist ja sehr komisch. Hätte ich jetzt gar nicht so erwartet direkt. Läuft irgendwie auch alles perfekt. Haben wir hier eigentlich noch Ressourcen? Ja, Öl noch ein bisschen. Hm. Gut. Soll er das in Ruhe abbauen? Wie sieht es eigentlich allgemein mit unserer Produktion aus? Das ist mal komplett vernachlässigt. Stein so war eigentlich sehr nah dran, das weg zu haben. Öl sind wir ein bisschen drüber, das ist cool. Holz sind wir auch ein bisschen drüber. Tiere sind wir weit, weit, weit entfernt davon. Aber hier finde ich eigentlich schon recht viele Felder haben. Hm. Müssen wir uns mal nochmal überlegen, ob wir da mehr machen wollen, weil hier ist ja schon sehr viel. Da ist so eine kleine Fläche, hier haben wir alles komplett vergessen. Jetzt aber auch nicht so schlimm, diese kleine Fläche da. Können vielleicht das nochmal mit anbinden. Und sonst hier drüben, das Öl lassen wir weg. Wir haben gar nicht so viel fruchtbaren Boden, ne? Ah. Müssten wir eigentlich voll auf Nutztiere gehen, dass wir da richtig Plus machen. Wie sieht's denn eigentlich? Das muss ich auch nochmal gucken. Straßenbahn läuft gut. Die weiße Linie. Langsam ein Problem werden mit der Fahrzeugzahl. Ja, der ist ein drüber, da können wir ein Fahrzeug mehr einsetzen. Jetzt ist nur die Frage, kommt der auch direkt, weil wir genug Fahrzeuge drüber haben? Ja. Ja, geil, dann funktioniert das auch. Ich glaube, die müssen wir sowieso noch mal ein bisschen umbauen, die weiße Linie. Und das ist gerade ultra verpixelt wieder. Hm. Ja, ich glaube, das ist was für die nächste Folge. Eieiei, unbedingt. Wir machen jetzt aus, weil ich erkenne gar nichts mehr außer diesem Brei. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.